Mario Balotelli hat diesmal für seinen Club Inter nicht getroffen, aber der junge Angreifer steht trotzdem weiter im Rampenlicht. Gegen Genua spielte er durch, vergangene Woche gegen Udinese traf er, genauso wie vor einigen Wochen im italienischen Pokal. Da brachte sein Treffer gegen Juventus den Nerazzurri den Halbfinaleinzug. Wir haben mit ihm gesprochen. Diese Saison läuft selbst im Pokal gut für mich. Ich will nicht sagen, dass ich den Cup vergangene Saison gering geschätzt habe, aber vielleicht habe ich ihm doch etwas weniger Wichtigkeit gegeben. Dieses Jahr bin ich konstanter in allen Wettbewerben. Der 19-Jährige ist in aller Munde derzeit in Italien, aber leider liegt das nicht nur an seinen guten Leistungen mit Italiens Meister und Tabellenführer. Er ist ein Spieler mit enormer Qualität, vermutlich das größte Talent in Italiens Fußball seit 10 Jahren. Aber sein Problem ist die Hautfarbe. Italien scheint dem nicht gewachsen. Und so wird er immer wieder von Idioten beschimpft. Mario wurde 1990 von ghanaischen Eltern in Palermo zur Welt gebracht. Mit 3 adoptierte ihn eine italienische Familie und mit 18 bekam er den italienischen Pass. Wegen seiner Hautfarbe ist er rassistischen Zuschauern ein Dorn im Auge. Diesen Leuten fehlt es an Erziehung. Es ist nutzlos, sich darüber aufzuregen, denn wenn man denen Aufmerksamkeit gibt, werden sie beim nächsten Mal nur noch böser reagieren. Ich versuche, das einfach auszublenden bis zu einem bestimmten Punkt. Leider sind die Strafen in Italien oft nicht hart genug. Was war in diesem Zusammenhang sein schlimmstes Erlebnis? Das war in Turin beim Spiel Juve-Inter vergangene Saison. Da haben gegnerische Anhänger Scheißneger gesungen. An jedem Tag war er drauf und dran, den Rasen zu verlassen. Aber dann änderte er seine Meinung und fand eine noch bessere Antwort. Als die das sangen, habe ich nur auf ein Tor gehofft. Ich wollte unbedingt treffen und ich habe es geschafft. Ich bin Italiener, ich bin in Italien geboren und die, die das nicht wahrhaben wollen, die sind einfach dumm. Manchmal aber gehen selbst ihm die Zügel durch, wie einmal in Verona. Die Zuschauer in Verona, die kotzen mich an, jedes Mal mehr, wenn ich hierher komme. Am besten wäre wohl eine Schocktherapie für Italien, mit ihm als dunkelhäutigem Angreifer in der Nationalelf für die WM in Südafrika. Im Gespräch ist er, aber der Kommissario Tecnico Marcello Lippi zögert noch, vor allem, weil es Mario noch an Spielintelligenz mangelt. Wenn er im Club richtig gereift ist, wenn er da wirklich Stammspieler ist und wenn er all das umsetzt, was sein Vereinstrainer von ihm fordert, dann hat er mit Sicherheit eine Zukunft in der Nazionale. Kann man nur hoffen, dass Super Mario trotz all der Widerstände auf Kurs bleibt.